Das Handelsblatt hat heute Morgen einen kleinen Wunschzettel führender deutscher Ökonomen an die Bundesregierung veröffentlicht. Die Forderungen an die neue Regierung sind teilweise durchaus unterschiedlich. Allerdings gibt es auch vor allem in Kernfragen durchaus Gemeinsamkeiten. Was die Wünsche genau angeht, beziehungsweise wie diese vielleicht auch umzusetzen sind, genau das wollen wir heute klären mit Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG hier in Stuttgart. Herr Wiedmann, fest steht, der finanzielle Spielraum der deutschen Bundesregierung ist so groß wie selten zuvor. So viel lässt sich bislang ganz sicher sagen. Insofern scheint die Zeit reif für Reformen und Investitionen. Was sind denn aktuell die größten wirtschaftlichen Herausforderungen für die neue Regierung, egal wie sie dann schlussendlich aussehen will? Also ich sage jetzt mal, alles das, was jetzt so auf den Tisch kommt, passt natürlich zur Jahreszeit. Wir sind in der Vorweihnachtszeit, deshalb Wunschzettel. Das ist en vogue, keine Frage. Meines Erachtens, bevor zuerst mal die Teilnehmer alle klar sind, sollte man eine klare Bestandsaufnahme machen. Also schauen, wo stehe ich, wo will ich hin, so eine Agenda 2020, 2025, das wäre viel wichtiger. Und heute schon die Wünsche auszurollen, halte ich für verfrüht, denn wir wissen noch gar nicht, wie die neue Regierung dann aussehen wird und wie diese Teilnehmer dann auch zusammenpassen. Schauen wir uns ein paar Wünsche mal im Einzelnen an. IFO-Chef Clemens Fürst fordert eine Reform des Rentensystems und vor allem eine umfangreiche Steuerreform. Wie wichtig wäre denn eine Steuerreform aus Ihrer Sicht? Halte ich für extrem wichtig. Ich denke, das Steuersystem an sich, also es geht mir weniger darum, die Steuersätze zu senken, sondern das muss entschlackt werden, das Ganze sollte transparenter werden, vereinfacht, ganz klar. Das ist das große Thema, was sich die neue Regierung eigentlich auf die Fahne schreiben sollte. Denn ohne Agenda 2010, sind wir ehrlich, würde Deutschland heute nicht dastehen, wo wir stehen. Fürst fordert zudem, dass geplante Ausgaben mit Kürzungen an anderer Stelle einhergehen. Das klingt nach einem durchaus frommen Wunsch. Das ist ein frommer Wunsch, aber ich denke, spare zur Zeit, dann hast du in der Not. Also einfach jetzt mit der Gießkanne drüber zu gehen und diese 39 Milliarden zu verteilen, so nach dem großzügigen Prinzip, das ist sicherlich der falsche Weg. Also Bestandsaufnahme, Ist-Analyse zu machen, knallhart dann auch zu schauen, in welche Richtung können wir uns auf dem Weltmarkt weiterhin positionieren. Das ist der richtige Ansatz und dann muss man über alles nachdenken und alles auf den Prüfstand stellen. Schauen wir uns einen anderen Wunschzettel an. DIW-Präsident Fratscher fordert Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Laut Fratscher sei es an der Zeit, einen wirtschaftlichen Richtungswechsel einzuläuten. Das klingt so ein wenig nach Agenda 2010. Ist das tatsächlich so? Haben wir es uns in den vergangenen Jahren viel zu bequem gemacht? Zu bequem würde ich jetzt nicht sagen, aber auch da ist es so, natürlich, es gibt Tendenzen, Entwicklungen. Wir haben hier ein duales System in der Ausbildung, da fährt Deutschland ganz gut. Wir haben Fachkräfte, aber es gibt natürlich auch einen Fachkräftemangel, sprich das Thema Demografie muss man im Auge behalten und man muss sicherlich Geld in die Hand nehmen und auch im Bereich Schulen dort Lehrer zur Verfügung stellen, auch die Materialien an der Schule. Ich selber habe Töchter, ich weiß, was an den Gymnasien in Deutschland so abgeht. Also das ist nicht immer alles spaßig und man glaubt nicht, dass man dann in Deutschland in diesem starken Wirtschaftsstandort zu Hause ist. Schauen wir uns einen ganz wesentlichen Bestandteil der Infrastruktur an und ein Thema, das gerade immer wieder thematisiert wird, das ist natürlich das Thema Digitalisierung. Angela Merkel meinte noch in der Elefantenrunde, dass man in dieser Frage vor den größten Herausforderungen der Nachkriegszeit stehe. Wie wichtig wird denn für die neue Regierung das Thema Digitalisierung sein, aus gleich mehrerlei Hinsicht, sei es aus sozialen Aspekten, aus Konkurrenzaspekten, aus wirtschaftlichen Aspekten? Meines Erachtens elementar wichtig, da hat Deutschland ganz viel Nachholpotenzial. Da gibt es tatsächlich Nationen, die sind uns weit vorausgeeilt. Da muss man Standards setzen, das Netz muss sicher sein. Man braucht aber auch wirklich deutlich schnellere Netze. Also auch hier, ich sage jetzt mal Stuttgart, pulsierende Metropole, auf dem Weg hierher, wie oft haben Sie keine Verbindung, wie oft bricht eine Leitung zusammen, wie gering ist die Übertragungsgeschwindigkeit. Das ist für ein mittelständisches Unternehmen hin und wieder Kill-Kriterium. Und deshalb denke ich, da gibt es tatsächlich Handlungsbedarf und da brauchen wir starke Player. Kommen wir zum Abschluss noch zum Thema Rente. Vor kurzem wurde der Vorsorgeatlas veröffentlicht und dieser prophezeit den heute 20- bis 35-Jährigen eine immense Rentenlücke im Alter. Man geht davon aus, dass diese gerade noch mal auf 40% ihres Einkommens kommen werden. Jetzt sollen aber Fonds und fondsähnliche Produkte auch noch besteuert werden. Das passt irgendwie schlussendlich nicht so ganz zusammen, oder? Nein, Wasser und Feuer. Also entweder ich sage, ich möchte jeden Bundesbürger dazu animieren, dass er private Altersvorsorge betreibt, weil er es ganz einfach muss.
dann denke ich, kann man nicht auf der einen Seite sagen, ja, ja, tu's, und auf der anderen Seite nehme ich dann die langfristigen Erträge weg. Also hier gibt es ganz extrem Handlungsbedarf, und da schießt sich die Bundesregierung mit diesen Plänen ganz gezielt ins eigene Knie. Nehmen wir als Beispiel Norwegen. Norwegische Staatsfonds, dort wird nachhaltig Geld investiert. Da legt man Geld auf die hohe Kante, und ich bin der Meinung, ein Teil dieser 39 Milliarden Euro könnte sehr wohl auch die Bundesregierung in so ein Instrument investieren, um dann langfristig die Renten sicher und hochhalten zu können. Was kann ich als Privatperson tun? Muss ich quasi fast schon zwangsläufig am Finanzmarkt aktiv sein? Unbedingt. Führt kein Weg dran vorbei, ohne private Altersvorsorge und ohne eigenes Engagement, auch aus dem Blickwinkel Risiken aufs Buch zu nehmen, denn anders geht das gar nicht. Das größte Risiko, denke ich, ist trotzdem zu verarmen, und wenn Sie nicht dabei sind und Kapitalmarkt, Produktivkapital haben, gehen Sie unter. Eine Einschätzung von Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.